Titi Guru Mandir Batin Guru Mandir. Die 115 klingelt ununterbrochen. Jeder in Pakistan kennt diese Nummer. Bleiben Sie ruhig, wir werden gleich da sein, ist 100-mal am Tag die Antwort. Dieses Mal kommt Abdul Sattar Edi zu spät. Der Mann ist tot. Sie haben ihn im Straßengraben gefunden. Er war das sechste Opfer an diesem Morgen und es ist gerade 8 Uhr vorbei. Edi hat sie alle gesehen. Die Polizei war auch schon da und hat auch ein Papier ausgefüllt. Wozu eigentlich? Für die Akten eben. Der Tote ohne Namen ist für sie kein Fall. Wer im Elend der Millionenstadt Karachi stirbt, dessen Leichnam ist nur mehr Abfall. Für Edi ist hier ein Mensch gestorben. Ich bin für die Leidenden und die Toten da, sagt der 63-jährige Moslem mit dem Stoppelhaar und dem grauen Bart. Um sie schert sich doch sonst keiner. Die Armut in Pakistan ist einfach zu groß. Ich kenne dieses Elend und weiß, dass ich helfen muss, wo ich kann. Jedes Leben soll in Würde zu Ende gehen, auch das der Ärmsten. Es gibt wieder Fälle von Cholera in der Stadt. Es gibt verseuchtes Wasser, es gibt Hunger, Krankheit und es gibt blutigen Terror unter den politischen Banden. In Karachi stirbst du schnell, sagt Edi. Schneller als anderswo. Die Körper der Toten sind nur mehr Haut und Knochen. Edi wäscht jeden Leichnam, wie es das muslimische Ritual vorsieht. Bevor es ihn gab, wurden die Armen in ihren Lumpen einfach liegen gelassen. Jetzt werden sie in ein sauberes Leinentuch gewickelt und auf dem Friedhof der Namenlosen begraben. Edi hat ihn außerhalb der Stadt anlegen lassen. Alle Religionen sagen eigentlich dasselbe, dass wir anderen helfen sollen, sagt er. Auch im Islam steht der Grundsatz der Humanität. Ich wünschte mir nur, alle Religionen würden sich auch danach richten. Wir helfen denen, die uns brauchen, betont Edi ganz bewusst. Seien es nun Moslems, Hindus oder Christen. Er mag es nicht, im Namen der Religion zu arbeiten. Seine Religion ist die der Menschlichkeit. Mitadern, die Altstadt, das Herz Karachis. Verfallen, verrottet, verslammt. Wenn du hier aufwächst, hält das Leben keine großen Chancen für dich bereit. Die Ziegen sind die Spende eines Metzgermeisters für Edis Krankenstation. Das Sterben und der Kampf ums Überleben, das ist der Alltag hier. Schwache bekommen in diesem Hause etwas zu essen, Kranke ihre Medikamente. Die ärztliche Versorgung, alles ist kostenlos. Abdul Sattar Edi und seine Helfer sind die einzige Hoffnung der Armen.
Anfangs war ich ganz allein auf den Straßen unterwegs und habe geholfen, wenn ich konnte. Das ist aber schon 40 Jahre her, erzählt er. Irgendwann merkten die Menschen, was Edi alles für sie tat. Die einen boten ihm ihre Hilfe an, andere ihr Geld. Davon konnte er das kleine Krankenhaus in Mitala einrichten und mittlerweile viele andere auch. In Pakistan gibt es kein soziales System. Ich versuche, eines aufzubauen, sagt Edi. Das ist mein Ziel. Mütter lernen Familienplanung, die Kinder werden untersucht und geimpft. Diese Station ist Bilkis Revier. Edis Frau war hier einmal Krankenschwester, als sie noch jung war, erzählt sie. Und da lernte sie Edi persönlich kennen, von dem sie doch schon so viel gehört hatte. 1966 heiratete sie ihn. Keine andere wollte ihn haben, erinnert sich die Ärztin der Station. Einen Mann, der so spartanisch lebt und Tag und Nacht für andere unterwegs ist. Nein, nur Bilkis ist genau wie er. Wir denken, dass sich für die Armen, die Schwachen und die Frauen etwas ändern muss in diesem Land. Das schafft natürlich auch Gegner auf politischer und vor allem religiöser Seite. Aber die Fundamentalisten werden uns nicht daran hindern können, weiterzumachen. Davon ist Bilkis überzeugt. Den Mullahs ist es unerträglich, wenn Frauen über ihr Schicksal allein entscheiden können und nicht mehr ausschließlich die Familie oder der Mann. Gerade erst 2 Monate ist diese junge Frau verheiratet und jetzt ist sie zu Bilkis und Edi geflohen. Die Schwiegermutter und die Schwägerin wollen sie zurückholen, aber sie will nicht. Ihr Mann und seine Mutter würden sie schlagen und misshandeln. Sie bittet um Asyl und bekommt es. Nirgendwo sonst könnte eine Frau in ihrer Lage hingehen. Und Bilkis ist resolut. Nein, ihr Mann kann ihr nichts befehlen, sie bleibt bei uns, solange sie will. In einem der Außenbezirke der Stadt hat Edi ein Frauenhaus eingerichtet. Dort wird sie wohnen. Ein Unterschlupf für die Misshandelten, für die Opfer von Vergewaltigungen, für die Ausgestoßenen. Frauen, die in der islamischen Gesellschaft Pakistans keine Rechte mehr haben, weil sie auf ihren Rechten bestehen. Meine Familie hat mich gegen meinen Willen verheiratet, erzählt diese junge Frau aus Multan. Ich habe trotzdem alle Pflichten erfüllt, doch er hat mich immer nur geschlagen. Warum, weiß ich nicht. Schließlich bin ich weggelaufen. Ich hatte einmal ein Buch geschenkt bekommen und wollte so gerne lesen lernen. Doch meine Mutter nahm es mir weg und sperrte mich ein. Ein Mädchen mit Bildung ließe sich nicht verheiraten, sagte sie immer. Jetzt werde ich hier lernen können. Vorehelicher Geschlechtsverkehr oder Ehebruch kann in Pakistan noch immer den Tod für die Frau bedeuten. Wer vor dem Martyrium zu Hause flieht wie sie, bringt Schande über die ganze Familie. Ihr Mann war heroinabhängig wie viele Männer in Pakistan. Ich habe den ganzen Tag in der Fabrik gearbeitet, damit er sich Drogen kaufen konnte, erzählt sie. Und wenn nichts da war, hat er mich gebissen und geschlagen und seine Zigaretten auf meinem Körper ausgedrückt. Sie ist, wie viele andere auch, mit ihren Kindern gekommen. Edi und Bilkis werden auch für sie sorgen. Er weiß, wie er sagt, dass es Gruppen gibt, die ihn für diese Arbeit kritisieren. Aber öffentlich trauen sich diese nicht, etwas gegen unsere Arbeit zu tun, meint er. Damit hätten die Fundamentalisten auch keinen Erfolg. Weil wir für alle armen und leidenden Menschen arbeiten, werden sie kein Gehör finden. Seit Wochen nur Regen. Der Monsun verwandelt die Stadt in ein dreckiges und stinkendes Schlammloch. Viele Straßen sind unpassierbar, dauernd fällt der Strom aus.
Die Überschwemmungen haben Tausende zu Obdachlosen gemacht. Karachi ist zum Albtraum geworden. Und doch versuchen 12 Millionen Menschen darin irgendwie zu überleben. Es gab einmal eine Zeit, da trug die Hafenmetropole den Beinamen Perle Asiens. Wieder stecken wir fest und der kleine Krankenwagen droht umzukippen. Fremde sollten sich normalerweise nicht in diese düstere Gegend wagen, aber unser Auto gehört Edi. Da ist Hilfe gleich dutzendfach zur Stelle. Sie wissen, morgen kommt der Wagen vielleicht wieder hierher, nicht mit Journalisten, sondern um Leben zu retten. Um vielleicht den Flüchtlingen aus Afghanistan und anderswo zu helfen, die sich hier ein besseres Leben erhoffen. Jeden Tag kommen ein paar Tausend. Doch ihr Schicksal interessiert niemanden. Als ich noch klein war, bekam ich von meiner Mutter manchmal 1 oder 2 Rupies Taschengeld. Und sie sagte dann immer, davon ist eine für dich und die andere gibst du einem Menschen, der es wirklich braucht. Meine Mutter lehrte mich, Gutes zu tun. Nach einem Herzanfall wurde sie geisteskrank. Ich habe sie geliebt und 8 Jahre lang gepflegt. An ihrem Sterbebett gelobte der junge Edi, fortan nur noch für die Armen und die Kranken da zu sein. Dieses Versprechen hat er seitdem Tag für Tag erfüllt. Und in Pakistan verehren sie ihn dafür wie einen hohen religiösen Führer. Maulana, Maulana begrüßen ihn die Frauen. Edi ist das unangenehm. Er mag den Titel nicht. Nein, der gehöre den Mullahs. Er, Edi, sei nichts Besonderes. Und jetzt möchte er auch nicht weiter mit uns reden, sondern sich um die Frauen kümmern. Geistesgestörte, Verkrüppelte, Drogensüchtige, von ihren Familien Verstoßene. Edi hat sie aufgelesen und ihnen ein Heim gebaut. Einmal in der Woche kommt er vorbei, das ist der Tag, auf den sie alle warten. In Landi leben heute mehr als 500 Frauen und Mädchen, in einem anderen Heim mehr als 2.500 Männer. Er besuche sie alle so oft es geht, sagt Edi. Die Reichen interessieren uns nicht. Für mich und Bilkis ist das die Welt, für die es sich zu leben lohnt, für die Armen. Und beide haben nie gefragt, was sie dafür bekommen. Sie beschwören ihre schöne Heimat Pakistan. So manche mit großer Inbrunst. Aber sie kennen nur die Schattenseite des Lebens. Deshalb sind die Jungs in diese Schule in Kurangi gekommen. Jeder hat seine traurige Geschichte. Anwar Kasmi, Edis rechte Hand, kennt die Schicksale. Der Vater des kleinen Said hat die Mutter umgebracht und das Kind mit der Toten eingesperrt, damit keiner auf den Mord aufmerksam wird. Er weinte und schrie 3 Tage und Nächte. Dann erst hat ihn jemand bemerkt und die Tür aufgebrochen. Da war er 2 Jahre alt. Die Verwandten wollten den Jungen nicht. Said wurde zu Edi gebracht. Hier kann er eine Schule besuchen. Wo er und die anderen herkommen, wäre das undenkbar. Diese Kinder wurden im Rinnstein aufgelesen, sind aus den Steinbrüchen und Fabriken geflohen, Menschenhändlern und grausamen Familien entkommen.
Mein Vater hat mich zum Betteln auf die Straße geschickt. Wenn ich nicht genug Geld mit nach Hause brachte, hat er mich furchtbar verprügelt, erzählt dieser Junge. Schließlich habe er sich geweigert, auf die Straße zu gehen. Da hätte ihn sein Vater fast totgeschlagen. Als ich dann vor ein paar Tagen einen von Edis Ambulanzwagen sah, meint er, habe ich den Fahrer einfach gebeten, mich zum Maulana zu bringen. Edi ist die letzte Hoffnung, die diese Kinder haben. Es hat sich herumgesprochen, dass bei ihnen keiner Hunger leiden muss, keiner an der Tür abgewiesen wird. Neben dem Neuankömmling sitzt der Waisenjunge. Immer wird ein Kleiner einem Älteren zugeordnet, der auf ihn aufpasst und für ihn sorgt. Sie sollen lernen, sich verantwortlich zu fühlen. Und sie sollen eine Basis haben für ihr späteres Leben draußen. Hier bekommen sie eine Ausbildung, sei es nun als Schneider oder Techniker. Die Nähmaschinen sind Spenden, auch die Stoffe, aus denen sie sich selber ihre Hemden und Hosen nähen. Allah ist groß, beten Edis Kinder, und sie mögen ihren Gott verehren, Edi aber lieben sie. Überall in Pakistan hat er Spendenstationen eingerichtet. Was uns überrascht ist, dass den ganzen Tag über die Menschen hierher kommen und Geld bringen. Tagelöhner, Mittelständler, wohlsituierte Geschäftsleute. Wir geben ihm das Geld, weil wir wissen, dass er es für diejenigen verwendet, die es wirklich brauchen, sagt dieser Mann. Sein Vater und er spenden regelmäßig größere Summen. Edi geht auch in Gegenden, wohin sich sonst keiner traut. Und auch dort hilft er. Er ist überall. Diesem Armen zeugen selbst die Reichen Respekt. Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel, benötigt wird alles. Nur für sich braucht er so gut wie nichts. Drei Anzüge dieser Art besitzt er, alles andere ist in dieser Tasche, die er immer bei sich führt. Ein paar Medikamente sind da drin, Verbandszeug, eine Spende der Bundeswehr. Aus Amerika, ein nützliches Utensil. Das Wichtigste ist sorgfältig verpackt. Bilder seiner Familie von Bilkis und den Kindern, den zwei Söhnen und zwei Töchtern. Das Geld der Millionäre, die mit ihrer Spende nur in die Zeitung kommen wollen, das brauche ich nicht. Wer Geld hat, kann es geben, aber er soll keine Aufmerksamkeit dafür erwarten, sagt Edi. Wir lassen uns vor keinen Karren spannen. ...7:30 Uhr, Rush Hour. Edi war die halbe Nacht unterwegs, trotzdem steht er jetzt mit Bilkis an der Straße zum Flughafen und sammelt. Die meisten Autofahrer erkennen ihn schon von Weitem. Ein paar Rupies reicht fast jeder rüber. Da ist das Geld gut angelegt, das weiß man, in dem sonst so korrupten Pakistan. Ich gebe, weil ich weiß, dass keine Rupie davon verschwendet wird. Ich vertraue ihm, sagt dieser Mann. Meine Mutter ist vor einem halben Jahr gestorben, erzählt sie. Als es mit ihr zu Ende ging, habe ich die 115 angerufen und innerhalb von Minuten waren Edis Helfer da. Er ist so gut zu uns allen, ob Moslems oder Christen.
Er ist ein Engel der Menschlichkeit, meint dieser. Er verkörpert den wahren Geist der islamischen Lehre. Er kümmert sich um jeden, der seine Hilfe braucht, ohne nach dem Glauben oder der Herkunft zu fragen. Die Reichen geben, um ihr Gewissen zu beruhigen. Die kleinen Leute, weil Edi ihre einzige Versicherung für den Krankheits- oder Todesfall ist. Pakistan hat kein soziales Netz. Wenn es jetzt überall im Land Krankenhäuser und Notfallstationen gibt, ist es nur Edis Verdienst. Der bürokratische Aufwand in seiner Organisation hält sich in engen Grenzen. 25.000 Rupies sind an diesem Morgen zusammengekommen. Etwa 1.500 Mark. Ein stolzes Sümmchen. Und alles geht direkt weiter. Heute bringen Edi und Bilkis das Geld ins Säuglingsheim. Wir versuchen, die Menschen zu mobilisieren. Ihr müsst eure Probleme selber lösen, sage ich immer. Es ist unnötig, darauf zu hoffen, dass der Staat irgendwann etwas unternimmt. Politiker sind meist unehrenhaft und korrupt, sagt Edi. Wir müssen es schon selber anpacken. Die dreijährige Simi verbringt ihre letzten Tage bei Bilkis. Ihre Adoptiveltern werden sie bald abholen. Als man das kleine Mädchen fand, war sie dem Tod näher als dem Leben. Sie war in eine dieser Wiegen gelegt worden, die Edi und seine Frau überall in der Stadt aufgestellt haben. Vor jedem Heim, vor jeder Krankenstation. Tötet eure Kinder nicht, steht auf dem Schild. Legt sie hier hinein. Drei Babys hat Bilkis gerade aus Islamabad geholt. Zwei davon sind Frühgeburten. Alle sind Mädchen. Prozent der Findelkinder sind Mädchen. Sie zählen nicht in unserer Gesellschaft. Die Männer, die Ehemänner wünschen sich Söhne. Wird es ein Mädchen, wollen sie es nicht haben. Die Babys werden ausgesetzt oder sogar getötet, sagt Edis Frau. Auf den Bahngleisen und Müllkippen findet man die leblosen Körper. Jeden Tag sind es ein paar, denen sie nicht mehr helfen konnten, wie diesen Kleinen. Der Bruder dieses Mannes möchte ein Mädchen adoptieren. Er lebt mit seiner Frau in den Golfstaaten. Das Familienbuch hat er vorausgeschickt, damit Edi und Bilkis ein erstes Urteil treffen können. Sie entscheiden alle Fälle gemeinsam. Geld nehmen sie nicht für eine Adoption. Sie wollen nur sicher sein, dass ihre Kinder in gute Hände kommen. Das Mittagessen im ersten Stock über dem Büro fällt unseretwegen heute so üppig aus. Normalerweise ist es eher karg. Selten sieht man so ein Paar in Pakistan. Sie lieben sich, sie arbeiten gleichberechtigt miteinander, getragen von demselben Gedanken. Und sie lachen dabei oft und gern. Der Schein trügt. Dieses ist der wohl feinste Vorort Karachis. Zweimal in der Woche kommen Edi und Bilkis nach Clifton. Dort steht ihr Heim für obdachlose Mädchen. Ein reicher Grundbesitzer hat Edi zwei große Häuser geschenkt. Wahre Paläste. Das ist Kubra, die älteste Tochter der Edis. Sie leitet jetzt das Heim. Für die Waisen und Ausgestoßenen der Slums hat Edi hier ein kleines Paradies zum Leben, Spielen und Lernen eingerichtet. Viele kommen als Baby und verlassen uns erst, wenn sie heiraten. Das heißt, wir ihnen einen Mann suchen, meint Kubra. Allein können sie nicht in diese Gesellschaft zurück. Wovon sollten sie draußen leben? Bei uns bekommen sie ihren Schulabschluss und können sich auch zur Krankenschwester ausbilden lassen. Ja, das ist der Tumulakat, der geht ja.
Edi im Kreise seiner Kinder. Die Kleinsten und Schwächsten macht er zu den Größten. Jeder Krüppel ist ihm so wertvoll wie ein Gesunder. Diese Kinder, sagt er, sind das Wichtigste in meinem Leben. Komm, neckt er sie, lach mit mir, mein kleines Mädchen. Heute ist ein besonderer Tag. Es gibt Zeugnisse. Fein herausgeputzt wartet jede auf ihren großen Moment. Bilkis ist ihr stolz auf das Erreichte anzusehen. Vor meinen Augen, sagt sie später, sehe ich in diesen Momenten wieder die geschundenen und verhungerten Gestalten, die diese Kinder einmal waren. Und nun, für ein Erinnerungsfoto, da stehen sie da mit ihren Zöpfen und ihrem Pokal in der Hand. Das ist unsere Welt, meint Edi. Wir sind den Armen verpflichtet, überall auf der Welt, nicht nur in Pakistan. Bilkis und ich lieben sie und wir dienen den Menschen. Und mehr ist nicht notwendig. Ach doch, ein Zimmer für meine Frau und eines für ihre Mutter. Ich schlafe im Büro oder lebe auf der Straße. Ich besitze nichts.